Ja, und damit willkommen zurück. Heute haben wir ein richtig spannendes Thema mitgebracht. So ein ähnliches Video habe ich auch schon mal für euch vorbereitet. Da ging es um das Thema Rückverkratzung und das hatte ich ja auch so ein bisschen zum Anlass genommen. Es steht nämlich direkt hier auf der Flasche drauf. Wenn wir diesen mechanischen Kontakt haben mit Waschhandschuh, mit Applikator und Produkt, haben wir natürlich auch eine gewisse mechanische Einwirkung. Ja. Und wenn das Produkt jetzt noch zusätzlich so in seiner Rezeptur ist, dass es auch noch Kratzer erzeugt, ist es ungünstig. Das will niemand auf seinem Uni-schwarzen Lack, auf seinen Hochglanz-B-Säulen. Deswegen machen wir hier nochmal einen Test gegen ein Vergleichsprodukt. Und du kannst ja noch kurz den Ablauf schildern, damit ich nichts verkehrt mache, weil ich mache das. Zum Ablauf, du wirst jetzt gleich die Produkte jeweils hier drüber reiben. Wir können definiert sagen 10 Wischvorgänge. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Könnte man sagen, ja. Okay. Dann nehmen wir das Ganze weg, also beide Produkte behandeln, waschen es unter dem Wasserhahn ab, trocknen es mit Druckluft, dann haben wir keine andere Mechanik mehr mit drin. Ja. Und dann schauen wir uns das Ergebnis wieder an. Okay, damit legen wir jetzt los. Fange ich erstmal hier mit der Seite an. Ich kann mir das ja so ein bisschen hier drauftupfen, ein bisschen verteilen. Ja. Und dann machen wir, ich fange immer oben an. Ja. Ich finde diese Tests unheimlich wichtig und hier haben wir jetzt nochmal den Unterschied zu einem Schwamm. In meinem Video habe ich ja einen Mikrofaserapplikator genutzt und deswegen waren auch für mich die Ergebnisse da sehr, sehr interessant. Und dann werden wir das jetzt im Anschluss mit Luft trocknen, damit wir halt den Effekt vom Mikrofasertuch ausschließen können. Ne? Hier haben wir auf jeden Fall ganz, ganz deutlichen Unterschied. Das ist genau das gleiche Ergebnis, was in meinem Video auch schon drin war. Hier haben wir die Verkratzung schön in Wischrichtung hier von oben nach unten. Und hier auf der Seite haben wir überhaupt keine Kratzer hier in dieser Längsrichtung. Also es ist absolut top zu erkennen. Und ich habe das jetzt human gemacht. Also ich habe wirklich ganz sanft hier drüber gleiten lassen und auch nur 10 Zyklen. Jetzt machen wir das mal ein bisschen unkonventioneller für denjenigen mit mehr Armkraft. Und ich gehe jetzt hier einfach nochmal hier auf die Außenseite drauf. Tupfen wir das ein bisschen an und wir erhöhen mal den Durchgang sozusagen, die Durchgänge und ich drücke mal wirklich ein bisschen mehr auf nochmal. Gehen wir auf die andere Seite. Jo. 20. Also, das war jetzt deutlich mehr Kraft. Genau, wird richtig gründlich abgespült. Kann auch manchmal ein bisschen länger dauern. Ah, klebt noch richtig fest hier auf der Seite. Wir können ja dann mit dem Tuch auch nochmal in Querrichtung, so habe ich das ja in meinem Test auch gemacht, einfach nochmal abwischen. Dann noch ein frisches Tuch. Und da spülen wir es jetzt auch nochmal ab, ne? Ja, die sind ja gleich das spülen wir jetzt noch ab. So. So, jetzt haben wir hier nochmal die Seite, müssen ein bisschen neigen. Das ist jetzt hier aus dem ersten Durchgang. Jetzt nochmal Vergleich gegen Starkreiben. Hier sieht man richtig spinnennetzartig, also jetzt richtig stark verkratzt, auch sogar ein bisschen milchiger geworden sogar. Hier nochmal Durchgang 1 und hier haben wir jetzt nochmal den All-in-One. Durchgang 1 und Durchgang 2 sieht man hier keine Längskratzer. Sehr gut zu sehen. Also hier auch bei dem starken Durchgang, hier der sanfte Durchgang, hier nochmal Vergleichsprodukt, sanft zu stark.
Ich denke mal, das war ein richtig aufschlussreicher Test. Das hat auch nochmal meinen Test bestätigt. Auch nochmal gut für mich, dass das auch mit meiner Methode gut nachvollziehbar ist. Und man hat es eindeutig gesehen. Ja. Ne? Selbst mit der sanften Methode, also wirklich nur rübergehen. Ja. Und dann auch nochmal auf beiden Seiten außen mit wirklich richtig Kraft und doppelter Anzahl an Durchgängen. Spricht für sich die Bilder auf jeden Fall. Und deswegen ganz klares Ergebnis. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr dazu Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns auch hier beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.